Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Factorio hier bei Bob's Angel, unserem Modpack. Das letzte Mal habe ich ein bisschen verkürzt nur aufgenommen, weil keine Zeit. Heute ist es hoffentlich anders. Heute kann ich, glaube ich, ein bisschen länger. Was haben wir gemacht? Wir haben den Kohleposten hier angeschlossen, haben uns auch schon... Der Zug ist schon unterwegs, ne? Der kann jetzt hier Kohle holen, wenn er lustig ist. Und wenn er noch lustiger ist, dann kann er auch noch hier das Sephirite-Erz holen, wo schon die ersten Miner aufgegeben haben. Keine Lust mehr. Und, warte mal, hier stand, glaube ich, irgendwo eine Schwefelsäure pro Abbauvorgang bei diesem komischen, unendlichen Erz. Und hier kommt Schwefel raus. Und genau das war der Plan, glaube ich. Ich wollte dort, glaube ich, also ich hoffe, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich wollte dort jetzt erstmal eine Schwefelsäurefabrik aufgebaut haben, die wir dann nutzen können, um die dauerhaften Materialien dort auch mit abzubauen, quasi. Quasi. Und das würde ich dann jetzt auch machen wollen, erstmal. Warum stand ich aber da hinten, wenn ich da unten gerne gebaut hätte? Das ist die Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle. Warte, wir brauchen dafür eh irgendwas. Nämlich den Luftfilter MK2. Wir brauchen nämlich ein bisschen Sauerstoff. Vielleicht auch ein bisschen viel Sauerstoff. In jedem Falle... Hier gibt es keine Luftfilter. Drucktank. Jax 35, was auch immer das ist. Gesamtgesundheit. Fassungsvermögen 350.000. Fassungsvermögen 20.000. 8.000. Was ist das hier? Gastank, 125.000. Der hier ist schon nice, ne? 350.000. Hier steht nicht dran. Das ist wunderbar. Achso, das ist ja auch eine Abfüllpumpe. Eine extra Pumpe für, weiß ich nicht was. Tank MK2 für doppeltes Fassungsvermögen. So schön. So, wo ist jetzt mein Luftfilter? Hier ist ein Luftfilter. Schnappt ihr den? Wir fangen, glaube ich, erstmal bloß mit einem an. Ich bin mir noch nicht sicher. Dann brauchen wir das Teil hier. Das ist die Chemiefabrik MK2. Die wird doch bestimmt hier auch gleich gewesen sein, oder? Na klar. Dann machst du davon bitte auch noch eine. Wie stellen wir das hier hin? Hier ist halt nicht viel Platz. Ist halt so die Sache. Wir könnten das hier drinnen machen, wenn wir lustig sind. Von mir aus machen wir das auch. Wo ist unsere Chemiefabrik? Hier. Ich glaube hier so. Die macht aus Druckluft irgendwas. Hier. Druckluft aufteilen auf Stickstoff und Sauerstoff. Mit Stickstoff können wir leider nichts anfangen. Deswegen geht der ja einfach in so eine Fackel rein. Ne? Hier, ja, Gasfackel. Darin verschwindet der. Wupp. So. Fertig erledigt. Und hier kommt unser Sauerstoff raus, mit dem freuen wir uns. Dann bräuchten wir noch... Brauchen wir noch sauberes Wasser, nicht? Ja, das brauchen wir jetzt erstmal, um Schwefeldioxid draus zu machen. Und dann muss das Ganze mit sauberem Wasser vermischt werden, damit da... Ach, das war die Sache, glaube ich. Wie kam ich an gereinigtes Wasser? Was habe ich denn da oben gemacht, um gereinigtes Wasser zu kriegen? Ich habe einfach bloß normales Wasser aufgeheizt und abgekühlt. In Dampf gemacht und dann im Dampfturm wieder runtergekühlt. Das wäre ja hier eigentlich auch wahrscheinlich die einfachste Methode, wenn wir uns das hier mal angucken. Ne? Das ist ja, steht ja quasi bei der Haustür. Wäre machbar. Okay, dafür nehmen wir mal zwei... Solche, wo sind sie denn? Hier, zwei befeuerte Erzförderer. Kann ich nicht machen, weil, was braucht das Ding? Was ist denn das für ein benötigtes Material? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das Stein? Das ist doch, okay, Stein, oder? Doch, das ist Stein. Ist doch das falsche Symbol, oder? Sieht Stein jetzt hier so aus? Nee, hier, das ist Stein.
Nur ja gut, da haben sie halt da das falsche Symbol. Das kann ja mal passieren. Das macht nix. Wird bestimmt irgendwann noch mal gefixt. Und wir können gleich diesen Anschluss hier nehmen. Nach oben. So, hier. Frage ich mich. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Dann ist hier natürlich der Dampf, der da rauskommt. Ganz toll. Dampft mächtig gewaltig. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich den irgendwo hinkriege, wo es Sinn macht, ne? Das ist hier gerade das. Das müsste eigentlich ins weiter auseinander. Hier. Dann muss hier nochmal so ein Rohr hin. Dann kann hier das Rohr raus. Soweit passt das. Seht ihr gleich, warum? Wenn ich das hier jetzt verbinde und hier weitermache, wo dann der Kühlturm kommt. T, ja, nochmal Crafting Speed. Wird ein bisschen teuer, ne? Wenn wir den jetzt nochmal forschen. Was haben wir denn noch hier im Angebot, was cool ist? Ein bisschen Reach wäre ganz cool. Movement Speed ist eigentlich immer cool. Wir machen mal Movement Speed. Movement Speed ist nämlich immer cool. So, hier ein Greifarm hin. Dann hätte ich gerne noch 50 gebaut von den Dingern. Muss mal gucken. Ich lasse sie ja automatisch herstellen. Achso, das ist übrigens das, genau, das wollte ich gesagt haben. Und nie gelogen. Wir werden nämlich dann jetzt bald anfangen, groß zu bauen. So, das hier funktioniert. Genau, die produzieren Dampf. Hier ist Dampf drin. Jetzt hätten wir gerne einen Kühlturm. Ach du Heimatland, wo wäre der denn wieder? Hier ist einer. Kühlturm, danke. Ja, 88 Granaten. Da können wir auch nochmal irgendwelche Gegner besuchen gehen. Wenn wir da Lust zu haben. Kühlturm kommt hier hin. Der sagt hier, ich mache gereinigtes Wasser, weil das ist, das brauche ich. Und dann funktioniert das nämlich hier schon. Die Produktion dann eigentlich dazu ist dann hier drinne irgendwie. Wir brauchen eine Chemiestation. Oder wo drinne wurde das gemacht? Ich habe das ja hier oben schon mal aufgebaut. Ja, Chemiefabrik MK2 und Chemiefabrik MK2 brauchen wir. Sind hier das Problem? Okay, Problem. Ach so, hier der Output ist halt voll. Das ist das Problem. Input, ja, alles okay. Gut. Also zwei Chemiefabriken MK2 können wir uns gerade so noch leisten. Dann fehlt es uns wieder an Stahl. Das heißt, wir könnten mal ganz schnell Stahl holen gehen, während das da gerade in unserer Hosentasche hergestellt wird. Ja, wie gesagt, also es wäre dann wahrscheinlich das Nächste, dass wir dann langsam anfangen, groß zu bauen. Das heißt, vor allen Dingen fangen wir an, die Erzverarbeitung in groß zu bauen. Ich wurde auch schon ganz oft gefragt, ob ich nicht bald endlich die nächste Stufe von der Erzverarbeitung machen will. Die Sache ist im Moment noch nicht, weil ich sie noch nicht brauche. Ich weiß gar nicht, was wir da eigentlich können. Wir können ja noch nicht so viel. Das hier ist. Ich weiß nicht, ich bin auch versucht, dieses Erze mischen, um nur ein Erz rauszukriegen zu machen. Das klingt nämlich auch verlockend. Hatte ich glaube schon mal gesagt, ne? Hier Kristallaufschwemmung. Ja, das ist wieder was anderes. Kristallisierung zu Nickel und Quarz. Ach so, ja, das ist richtig, richtig. Und hier Mineralkatalysator. Ist eigentlich ganz cool. Kannst du nämlich hier den Stone, der beim Crushen rauskommt, den kannst du dann nutzen, um einen Mineralkatalysator draus zu bauen. Und mit dem dann kannst du dann quasi dieses Sortieren machen, kostenlos. Was ist denn hier? Hier kommt so wenig. Ach ja, genau. Hier nicht genug Output. Deswegen bräuchte man schon fast zwei Linien, ne? So viel Zeug kommt hier durch. Ist aber ganz, ganz cool. Ich würde Stahl geholt haben, statt hier doof rumzueiern. Hier ist auch alles zurückgestaut. Das ist ganz nett. Nehmen uns hier nochmal eine ordentliche Portion mit. Ein bisschen größeres Charakterinventar wäre natürlich auch nochmal eine Maßnahme.
die man im Zweifel dann nochmal greifen könnte. Aber ja, wissen Sie, ihr müsst gleich nochmal in die Forschung gucken. Tatsächlich wäre eigentlich Charakterinventar größer, wäre verlockend. So, hier. Was denn das? Das war aber nicht richtig. Habe ich jetzt Auswaschanlagen gebaut? Mist, der ist doof gewesen, der Pyro. Ach, das ist ja zum Glück nicht das erste Mal. Hier, die hier wollte ich gehabt haben. Chemiefabriken. Sorry, Mensch. Hier, kriegst dafür einen kleinen Tank. Freu dich. Ach, das passt sogar. Da kann sogar Wasser drin gespeichert werden. Ist ja cool. Du gehst ab. Volles Kanonenrohr gehst du ab. Genau, die beiden machen den jetzt hier nämlich richtig voll. Mit Dampf. Ja, das Rohr ist voll. Der kriegt alles, was er braucht. Der ist halt nicht besonders schnell im gereinigten Wasser herstellen. Im Zweifel müsste ich da vielleicht noch einen zweiten hinstellen. Irgendwann mal. Wo hat denn der seinen Ausgang eigentlich? Jetzt habe ich den da hingestellt. Ich weiß gar nicht, wo der seinen Ausgang hat. Ich glaube, das hier ist sein Ausgang. Aber nicht sicher. Ist das eine Chemiefabrik? Das ist eine Chemiefabrik. So, hier. Was machen wir? Schwefeldioxid ist eine Maßnahme. Dazu müssen wir nämlich bloß den da reden. Nämlich hier, so. Jetzt kriegt der hier nix, weil es an Strom fehlt. Bei der ganzen Anlage. So, Stromhammer. Jetzt hätte der... Wieso geht das jetzt nicht? Was ist los? Kennt ihr Druck... Achso, ja, hier müsste mal Druckluft eingestellt werden. Das wäre ganz fantastisch. 200 Druckluft in 6 Sekunden macht der. Der ist auch nicht besonders schnell. Ja, der ist echt nicht besonders schnell. Der hier könnte deutlich schneller. Eventuell einen zweiten Luftfilter dran knallen. Wie schnell machst du denn hier weiter verarbeiten? Das ist die Frage. Man sieht es leider nicht sofort. 2 Sekunden. Ja, der ist sowas von deutlich schneller. Naja, aber wir gucken jetzt auch schon mal. Es kann sein, dass wir es eh nicht brauchen, dann... Ach ne, Mist. Tunnel! Hatte ich nie die Tunnel noch automatisiert? Ich glaube, sowas hatte ich gemacht. Oh, das wäre ja fantastisch, wäre das ja. Das ist ja dann quasi schon Vorbereitung darauf, dass man hier mal ein bisschen was automatisch herstellen lassen. Das ist sowieso was ganz Außergewöhnliches. Ja, tatsächlich. Ich habe verdammte Tunnel automatisch herstellen lassen. In einer unglaublichen Geschwindigkeit von nischt. Weil hier was kaputt ist. Was ist denn hier kaputt? Hier kommt nichts mehr raus, weil hier nichts mehr reinkommt. Weil, achso. Deswegen. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Müssen wir hier mal so eine Abzweigung machen. Vielleicht auch schon ein Stück weiter unten. Ein kleines aber nur. Der muss dann hier durch und hier rüber. So. Hopp. Und dann hätten wir gerne hier einen Greifarm gehabt. Dem sag mal, du greifst hier ab und stoppst es da rein. Und dann funktioniert das hier nämlich erstmal wieder. Und wir kriegen... Jetzt kommt wieder Zinn. War das Zinn? Ist die Frage. Was habe ich denn hier eingestellt? Ja, Zinn war richtig. Jetzt kriegt das da oben wieder Zinn und die können die Tunnel weiterbauen. Ja, super automatisiert. Kleinen Fehler gefunden. Ach, hier ist auch sauberes Wasser. Mache ich das überall jetzt mit diesen Kühltürmen? Na, scheinbar. Minne, warum nicht? Ich glaube, bisher die effektivste Methode, mit der man an gereinigtes Wasser kommt. Ansonsten kannst du ja noch das schmutzige Wasser in die Elektrolyse reinstopfen. Kriegst du halt Schlacke raus. Ist eigentlich auch eine Möglichkeit, weil es quasi unendliches Erz. Ne, wegen der Schlacke, die dabei rumkommt. Ach, das ist ein Miniloader. Das ist gar kein Untergrundfließband. Das reicht nicht immer. Ärgerlich. So, hier rein.
Und da geht er ab. Sehr gut. Das geht in die nächste Chemiefabrik rein. Die steht dann irgendwo. Chemiefabrik, nochmal. Ja, du. Viel Spaß und du machst Schwefelsäure. Wo sollte die jetzt rumgammeln? Die Schwefelsäure. Müsste eigentlich auch mit hier sein, ne? Schwefeloxid. Schwefelsäure, da ist er. Geht nicht, warum? Flüssigkeiten können nicht vermischt werden. Muss ich anders rumstellen, wa? So rum. Jetzt Schwefelsäure. Ja, das geht. Wenn der Wasser kriegt, dann macht er los. Also, gib mal Wasser. Hier ist ein Anschluss. Ja. Einfach mal so, würde ich mal sagen. So, Wasser ist da. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Tank hier. Der kann nämlich produzieren, bis er schwarz wird. Da hat man doch hier jetzt gerade so einen guten Tank. Hier, 350k. Mal sehen, wie groß das Ding ist. Ich hoffe, das ist nicht übertrieben groß, aber... er könnte gut sein, ne? Was ist denn das überhaupt? Ach, das ist der Drucktank. Drucktank, mein Freund? Ja. Naja, geht. Könnte schlimmer sein. Ach, der hat an allen vier Seiten Anschlüsse. Okay, bupp. So, Schwefelsäure wurde hergestellt. Hey. Sauber. Und jetzt ist die Sache diejenige welche. Wir brauchen noch winzige Bahnhöfe hier irgendwo extra. Ich weiß noch nicht genau wo. Vielleicht hier oder so. Die machen wir auch LTN. Machen wir da Viererzug auch mit Druckbehältern? Ich würde mal sagen, ja. Wir machen mal... Weil dann muss ich mir nämlich keine Gedanken machen um die Zuglänge. Wenn die alle immer vier Waggons haben. Ja, wobei, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, wie das mit der LTN-Mod überhaupt so funktioniert. Dass man das tun könnte. Auf jeden Fall brauchen wir zwei Lokomotiven. Da beißt die Maus ja erstmal jetzt keinen Faden ab. Das heißt, hier so ein paar Motoren einstecken. Das ist erstmal eine Möglichkeit. Denn wir brauchen Züge. Hier. Oh, Lokomotive 1, Lokomotive 2. Was ist denn da der Unterschied? Ach, 120% Effizienz. Ja, nice. Gut, aber ich hätte gern erstmal bloß die 1er. Bräuchte zwei davon. Das wäre ganz nett. Hier, gib mir nochmal ein paar. Dann bauen wir uns nämlich noch eine zweite. Und irgendwas ist fertig. Ach hier, Tankwagen wäre erst immer auch cool zu forschen, ne? Wobei, Tank 2 kann ich glaube erinnern, ne? Kann ich Tank 2 schon? Ich habe ihn gesehen, also erforscht ist er. Frage ist, kann ich ihn bauen? Und wo ist er? Keine Ahnung, Tank? Das ist unser Tankwagen mit 25.000 Fassungsvermögen. Hier ist Tank 2. Braucht Invar-Platte. Was zur Hölle ist eine Invar-Platte? Und wie wurde die gemacht? Invar wurde hergestellt aus Nickel und Stahl. Das ist super, weil wir haben kein Nickel. Und kriegt man jetzt demnächst gerade ohne. Also fällt das erstmal noch aus. Sondern wir müssen mit dem NK1 auch zurechtkommen. Das sollte ja kein Problem sein. Der war ja hier. Da 1, 2, 3... Waren das jetzt schon vier? Ja, das waren vier. Okay. Dann haben wir einen Zug, der ja Flüssigkeiten transportieren kann. Der transportiert dann halt ja das Zeug dahin. Hä? Was? Ja, entweder transportiert er Schwefelsäure, der kann aber anderes Zeug transportieren, je nachdem, was halt gebraucht wird. Und mir wurde auch gesagt, ich kann oben bei der Kohle kann ich die Endloskohle auch schon anfangen abzubauen, ne? Das ist ja jetzt hier noch nicht. Was brauchte der? Wasser, ne? Das braucht bloß Wasser und wir haben hier drüben Wasser. Das heißt, wir könnten die Endloskohle nämlich schon setzen. So, ja, hier stell dich mal hin, Kollege.
Wir bauen dich jetzt hier mal auf. Du bist nämlich jetzt hier unser Freund. Dann muss ich noch einmal. Habe ich Zeug einstecken? Ja. Kohlepellets. Habe ich. Werdet ihr irgendwo beladen? 71 Kohlepellets sind hier drinne. Ich glaube, die werden noch nie beladen, ne? Naja, gut. Dann muss es jetzt gerade erstmal so gehen, indem ich hier 15 reinstopfe und da oben 15 reinstopfe. Damit kommen die erstmal eine Weile. Ich muss mir dann noch was überlegen, dass hier irgendwie Treibstoff hinkommt, dass die betankt werden können. Wäre wahrscheinlich hier am einfachsten, weil wir hier eh schon Kohle haben, dann können wir die auch gleich nutzen, um die Züge zu betanken. Wo hätte ich ihn jetzt gerne? In dem Bahnhof, der... Warum geht denn das hier nicht weiter? Darf ich das mal wissen? Weil es hier nicht weitergeht. Weil es da nicht weitergeht. Warum geht's hier nicht weiter, mein Freund? Weil du nicht mehr weißt, was du machen sollst, oder wie? Hab ich dir das echt verboten? Hier, komm. Gib alles. Gib alles. Jetzt können wir uns auch mal angucken, ob das hier schnell genug funktioniert. Ja, du, also nee. Problem ist halt, er muss warten. Also brauchen wir nochmal so ein Luftfilter-Teil-Gedöns. Wo war denn der hier? Hier, nochmal ein Luftfilter, bitte. Dann nehmen wir den da weg. Wir machen da jetzt gleich zwei hin. Zwei, die hier reinmachen. Dann sollten die, dann sollte der zumindest durcharbeiten. Dann der wahrscheinlich auch. Und dann, ob der jetzt hier durcharbeitet, weiß ich nicht. Das können wir dann gleich mal gucken. Ich glaube, da kann ich mehrere von bauen. Werden wir dann gleich sehen. Ja, hier. Lass eins Platz. Dann ein Rohr hier. Ein Rohr hier. Dann haben wir kein Rohr mehr. Das ist ja ganz fantastisch. Dann bauen wir halt neues. Hier. 300 irgendwas Stück von Rohr. Die hier haben... Achso, ich muss mal einstellen. Ihr habt zwar eigentlich bloß ein einziges Teil, was ihr herstellen könnt, aber... Na, reicht das? Das sieht gut aus. Das ist zwar knapp ohne Ende. Aber es geht. Ja, ja, gerade so, dass die ein bisschen mehr herstellen, als er hier kann. Er hier könnte noch schneller. Wie es aussieht, oder? Ja, er könnte noch schneller. Wenn der hier ein bisschen flotter wäre. Der hier kann aber nicht viel flotter, weil... Na, dann scheitert es an den Kollegen hier. Ah, wobei. Wobei. Wenn wir das hier zusammenlegen. Da geht doch fast noch einer dran eigentlich. Noch so ein Teil, der fließt dann auch mit hier rein, dann hat das genug. Wie sieht er aus? Er könnte nämlich auch schneller. Weil er 60 braucht, oder was? Ach, 90 sogar pro Herstellzyklus. Und der macht 30, ne? Ne, 60 macht er. Also das Ding hier könnte man verdoppeln, wenn man Lust hätte dazu. Problem ist, wie ich das dann anschließe. Ich müsste das hier ein Stück runtersetzen. Nicht gut überlegt hier. Bürokar. Na gut, dafür brauchen wir auf jeden Fall nochmal zwei solche... Wo sind sie denn? Chemiefabriken hier, zwei Stück. Wir brauchen nochmal... Ach ne, die Gasfackel brauchen wir nicht nochmal, weil... Können wir zusammenlegen irgendwie. Das hier kann man auch zusammenlegen. Da kommt jetzt erstmal hier nochmal eine zweite hin. Kriegt auch den Anschluss. Eventuell kommt dann hier noch ein dritter Luftfilter hin. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Genau, der macht jetzt hier los. Dann haben wir... eine Rohrf-